Okay, was kann man noch ausprobieren? Man kann jetzt natürlich auch ausprobieren, was würde denn jetzt passieren, wenn ich den Semester von mir selbst. Erstens, wenn ich hier Punkt schreibe von ich, zeigt er mir schon die Idee, schon die Umgebung zeigt mir, was ich so zur Auswahl habe. Denn er weiß, ich ist ein Mensch nur und kein Student. Das heißt, ich kann mir nur diese Methoden hier, ich kann nur diese Methoden und diese Attribute überhaupt benutzen. Wenn ich trotzdem jetzt Get Semester schreiben würde, dann würde er das nicht erkennen, das kann er nicht. Noch eine interessante Sache ist, wer welche Felder eigentlich zugreifen kann. Wir haben ja gesagt, dass Name, Adresse und Alter sind im Menschen definiert und sie haben einen Unterstrich, Unterstrich, was bedeutet, dass ich eigentlich darauf nur innerhalb von Mensch Zugriff habe. Was bedeutet das jetzt für den Studenten? Der Student hat jetzt Zugriff auf Semester, denn das hat er ja selber definiert. Versuchen wir doch mal, was würde passieren, wenn ich mir jetzt irgendeine Methode hier ausdenke, sagen wir mal, versuchen wir es doch hier mit einem GetName. Ich schicke ihm ein Self und ich möchte gerne den Namen haben. So, das drucke ich jetzt hier aus. Print Studi Get Name. Lassen wir das mal laufen. Er sagt, das gibt's nicht. Warum sagt er das? Naja, wir haben es als privat definiert. Privat ist wirklich privat. Auch in einer Vererbung, privat bedeutet nur diese Klasse, nur Objekte dieser ganz bestimmten Klasse haben Zugriff auf diese Felder. Alle anderen nicht. Theoretisch sollte jetzt diese GetName sowieso im Menschen definiert sein. Das war nur so zum Zeigen. Und dann kann auch Student GetName benutzen, statt direkt auf das Feld zuzugreifen. Manchmal möchte man allerdings, dass die Felder zwar von außerhalb nicht keinen Zugriff haben, aber von den vererbten Klassen schon. Das ist ein sogenanntes protected, also geschützt, aber nicht privat. Geschützte Felder definiert man, indem man nicht zwei Unterstriche nimmt, sondern nur einen Unterstrich. Wenn ich das jetzt hier bei Name ändern würde, das kann ich jetzt überall hier machen. Hier kommt Name mit einem und hier kommt ein Name mit einem. Wenn ich das jetzt auslaufen lasse, dann sagt er mir tatsächlich Bob. Jetzt kann ich innerhalb des Studenten auch auf diesen Namen zugreifen. Sie können aber gerne zu Hause ausprobieren, das versichere ich Ihnen. Von außerhalb, also zum Beispiel von hier aus, kann ich auf diese Unterstrichname immer noch nicht zugreifen. Zusammenfassung, wir haben private Felder und Attribute, die sind nur für die Objekte einer bestimmten Klasse sichtbar, nicht für die Vererbten, nicht für die erben. Dann haben wir protected mit einem Unterstrich nur, die sind sichtbar auch für die Klassen, die von dieser bestimmten Klasse erben, aber nicht von außerhalb. Und dann haben wir die sogenannten öffentlichen Attribute oder public. Die haben überhaupt keine Unterstriche. Die fangen ganz normal an, wie sie so heißen. Und die sind nach außen komplett sichtbar. Das sind normalerweise alle Methoden oder zumindest viele der Methoden. Es ist allerdings auch üblich, dass manche Methoden privat sind oder protected, weil man sie eben nur für private Zwecke benutzen möchte. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Methode definiert in irgendeiner Klasse, die irgendetwas Kompliziertes ausrechnet, das hilft Ihnen in anderen Methoden, aber Sie möchten diese Methode nicht nach außen sichtbar machen. Das können Sie auch machen, wiederum mit diesen Unterstrichen. Das geht auch alles.